Die heutige Podcast-Episode wird euch präsentiert von uns, der Zeitschrift Triathlon und, wie soll es anders sein, Power and Pace. Denn wir veranstalten gemeinsam mit euch das große Einzelzeitfahren zum Saisonabschluss der Indoor-Radsaison. Gemeinsam mit euch wollen wir die letzten Monate Indoor-Radtraining mit einem großen Knall gebührend feiern und abschließen. Das Ganze findet am 12. April statt, live auf Swift und YouTube, und ihr könnt dabei sein. Geht einfach über den Link in den Shownotes auf die 40 oder 90 Kilometer, meldet euch für das Rennen an und dann seid ihr dabei. Ganz wichtig, darüber sprechen Lars und ich in der aktuellen Folge auch gleich, meldet euch auch bei Swift Power an mit euren Swift-Login-Daten, um auf der Ergebnisliste zu erscheinen, denn alle Teilnehmenden erwartet eine große Belohnung von unserem Eventpartner Trionic, und die ersten drei Platzierten der Damen und Herren über 40 und 90 Kilometer bekommen einen Preis. Wer das dann sein wird, erfahren wir am Ende des Events am 12. April. Wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Showdown live vor Ort bei Trionic, aber eben auch virtuell auf Swift und YouTube. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Freude mit der aktuellen Podcast-Episode zum Thema virtuelle Einzelzeitfahren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, die meisten von euch kennen mich schon. Ich bin die Teammanagerin von Power & Pace und habe heute aus gegebenem Anlass meinen lieben Kollegen Lars Wichert, Redakteur der Triathlon, zu Gast. Moin Lars, schön, dass du da bist. Moin Jule, hallo. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, wo ich ein bisschen was erzählen kann. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall über die Einladung und hoffe, dass ich da so manchen noch ein paar Tipps dann mit an die Hand geben kann. Aber das werdet ihr jetzt im Laufe wahrscheinlich erfahren. Ganz genau. Und zwar findet am 12. April das Einzelzeitfahren von unserer Zeitschrift Triathlon und Power & Pace statt, live, virtuell auf Swift und YouTube und auch für eine kleine Gruppe an Teilnehmenden live vor Ort in Hamburg bei unserem Eventpartner Trionic. Daher bietet es sich halt an, mit etwas Vorlauf heute mal detaillierter darüber zu sprechen, was es mit virtuellen Radrennen so auf sich hat, um unsere Triathlon-Community bestenfalls so optimal wie möglich auf dieses Event vorzubereiten. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du hast wirklich viel Erfahrung in diesem Bereich jetzt schon sammeln können. Erklär mal bitte kurz, wie man sich so ein virtuelles Radrennen genau vorstellen kann. Oh, eigentlich ist es fast nichts anderes als ein Rennen draußen. Ne? Bei mir geht der Puls auch immer noch hoch, obwohl ich hier schon ab und an im Winter so fast jede Woche ein Rennen fahre. Aber dennoch ist da so eine gewisse Startnervosität vorhanden. Das Gute ist ja, dass wir bei dem Einzelzeitfahren von Power and Pace kein Drafting haben. Das heißt, jeder ist wirklich komplett für seinen Output selbst verantwortlich. Sonst würde natürlich noch so dieses Windschattenfahren hinzukommen, was nochmal eine wesentlich höhere Anforderung an einen stellt. Und dann natürlich auch, ja, je nachdem, wer das gut kann, dann noch mehr Watt sparen kann als jemand anders. Deshalb haben wir uns da aber für die allerehrlichste Form entschieden. Ich finde ja, so Einzelzeitfahren ist so mit die Königsdisziplin, weil man da wirklich alleine unterwegs ist. Aber wie bei allen Sachen ist so die Vorbereitung und die mentale Einstellung eigentlich so die halbe Miete. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so das, worüber wir jetzt auch sprechen sollten, weil je nachdem, über welche Distanz man unterwegs ist, eben über die 40 oder über die 90 Kilometer, sind es eben plus minus eine Stunde oder eben plus minus zwei Stunden, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist. Und so kann einem da schon so einiges unterkommen, dass es schwerer wird, das Ziel zu erreichen. Ja, du hast es gut gesagt. Genau, das Drafting ist nämlich nicht erlaubt. Bei den allgemeinen, wenn wir jetzt auf der Plattform Swift bleiben, Swift-Rennen, kannst du je nach Einstellung und je nach Renncharakter eben auch von dem Windschatten deiner Mitstreitenden irgendwie profitieren. Das fand ich, als ich damit angefangen habe, dieses Jahr bin ich noch keins gefahren, ganz spannend irgendwie, und auch wie du dann bergab einfach mal die Beine hängen lassen kannst, um dann runter zu preschen, ohne viel Gas geben zu müssen. Das macht schon richtig Bock. Und dann ist es irgendwie auch abgefahren, wie echt sich das anfühlt, wenn man sich einfach nur auf diesen Bildschirm und auf diese virtuelle Welt einlassen kann. Ja,
Also ich finde, du bist da so schnell so tief drin. Absolut. Also ich merke das volle Kanne, weil ich werde jetzt hauptsächlich für so Teamzeitfahren eingesetzt. Und was das für einen Unterschied macht, ob man es schafft, irgendwie den Windschatten zu fahren, ob man in der Mannschaftsformation es wirklich hinbekommt, immer das zweite, also als zweiter Fahrer das Hinterrad zu halten oder eben nicht, wenn da so kleine Lücken aufreißen oder so, wie viel das dann in der Endabrechnung macht, das ist dann wirklich extrem. Und man fühlt natürlich nicht so ganz so doll den Windschatten, wie man es draußen irgendwie verspürt, weil halt der Fahrtwind fehlt. Aber es ist schon deutlich spürbar in den Watt. Also da kann man schon, wenn ich irgendwie hinten drin hänge und dann nicht gerade abreißen lasse, einen Ticken weniger treten, als wenn ich dann vorne bin oder wenn ich dann vorne bin und eben auch komplett im Eimer bin und nicht mehr die Watt hinkriege und die hinter mir drücken, dann sieht man sie auch rechts und links an einem vorbeifahren. Aber das ist jetzt eben nicht der Fall. Wir werden auf jeden Fall alle Genau. zusammen starten. Also alle, die über die 40 Kilometer starten und alle, die über die 90 Kilometer starten, werden zusammen an der Startlinie stehen, sodass man da auch schon guten Überblick haben wird, wo man sich befindet, auf welcher Platzierung. Und so kann man sich auch im Rennen dann eben an den Gegnern sozusagen festbeißen und da versuchen, die Lücke zu schließen und auch zu sehen, welche Watt pro Kilogramm man fährt. Das ist eben so auch das, worüber das Rennen dann entschieden wird. Und da ist natürlich, oder weil wir da auch Preise ausgeschrieben haben, da können wir ja auch gleich so hingehen mit unserem Partner Trionic, ist es so, dass eben wichtig ist, dass wir da ja möglichst fair unterwegs sind. Das heißt, dass jeder da sein genaues Gewicht einträgt und am besten da einmal gucken, dass nicht mit dem Komma, sondern mit dem Punkt gemacht wird, weil ich weiß gar nicht, ich hatte das auf jeden Fall einmal mit einem Teampartner, der hat das in der App geändert und hatte da dann nicht den Punkt, sondern ein Komma gesetzt und dann hatte Swift es damals nicht erkannt und anstatt seinen knappen 69 Kilo hat er auf einmal 690 Kilo gewogen und kam dann halt gar nicht mehr von der Stelle. Aber da sollte einfach jeder nochmal gucken. Und wir haben eben zur detaillierten Betrachtung der Ergebnisse muss sich halt jeder einmal bei Swift Insight, bei Swift Power anmelden. Und das ist letztendlich nur einmal eine Connection zu dem eigenen Swift-Account. Man meldet sich da mit seinen Swift-Daten an und dann hat man bei Swift Power ein Profil und da kann man dann auch im Nachhinein komplett erkennen, wer viel, wie viel gewogen hat, ob die Werte außerhalb der Norm sind, etc. Das ist dann halt wirklich alles sehr genau aufgelistet. Man sieht dann auch die Abstände und es ist, sofern da alle ehrlich sind, wirklich eine sehr faire Sache. Aber irgendwie dann wie in der höchsten Rennklasse, da wollen wir dann gar nicht hingehen, dass da irgendwie Dual Recording und Live-Wiegen ist und alles. Das ist dann auch schon wieder zu viel, aber dass wir da einfach eine gute Übersicht haben. Deshalb so als erste Grundvoraussetzung der Swift-Account und eben die Anmeldung bei Swift Power, sodass wir da einen richtig guten Überblick und ihr auch einen richtig guten Überblick habt, wie die Rennen dann am Ende ausgegangen sind. Genau, den Link zu Swift Power packen wir euch noch in die Shownotes, damit ihr dort direkt hin könnt. Vorausgesetzt, ihr seid bisher noch keine Swift-Rennen gefahren, musstet euch damit nicht auseinandersetzen. Aber so viel sei gesagt, ihr müsst euch da nicht anmelden. Wie du gerade meintest, hat Trionic Preise für die ersten drei Platzierten der Damen und Herren für beide Distanzen im Petto. Und wenn ihr einen davon abgreifen wollt und eure Chance steigern wollt, zu den ersten dreien zu gehören, dann wäre es wichtig, bei Swift Power angemeldet zu sein, weil sonst erscheint ihr nicht in den Ergebnislisten. Und das wäre dann wiederum schade für so einen Aufwand, den ihr dann an so einem Abend betreibt, vor allen Dingen mental.
Ja, also ich weiß, es gab zumindest mal so eine Aktion, dass du eine Woche mindestens 7 Tage for free trainieren konntest. Von daher schaut mal, was es da gerade gibt. Wir können euch dazu leider keine weiteren Infos geben, inwiefern man einen ganzen Monat oder so irgendwie kostenlos zur Verfügung hat. Was du gerade schon gesagt hast, genau, man kann das auf jeden Fall zu Hause so fahren. Und es geht eben 18 Uhr mit dem 40-Kilometer-Rennen los und um 19, andersrum, 18 Uhr mit dem 90-Kilometer-Rennen, genau, danke Lars. Und um 19:30 Uhr mit dem 40-Kilometer-Rennen, damit wir so Pi mal Daumen, und fühlt sich jetzt hoffentlich keiner unter Druck gesetzt, mehr oder weniger eben gleichzeitig über die Ziellinie kommen. Und angenommen, für euch führt kein Weg zu Swift, zu dieser Plattform, dann ist es auch völlig fein. Dann guckt ihr euch den Livestream an und profitiert einfach davon, dass wir euch durch diesen Abend moderieren und es dann hoffentlich auf der Rolle etwas einfacher wird. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn ihr auf Swift dabei seid, weil ja, ihr dann irgendwie im Rahmen der Community racen könnt, nur eben als Einzelzeitfahren und nicht das direkte Kopf-an-Kopf-Rennen mit Drafting und allem, was dazu gehört. Wir haben gerade jetzt über die Voraussetzungen gesprochen, eher ja technischer Natur, Swift Power, Swift überhaupt etc., Rollentrainer, Smart Trainer im besten Fall. Kommen wir mal auf die körperlichen Voraussetzungen zu sprechen und wie man sich auf so ein Rennen vorbereiten kann. Ich weiß nicht, was würdest du jetzt sagen, wenn man zum Beispiel noch nie so ein virtuelles Rennen gefahren ist und vielleicht auch auf der Straße noch nie ein Radrennen bestritten hat, wie viele Tage vorher sollte man sich darauf irgendwie einstellen, vor allem auch körperlich, und wie sieht die unmittelbare Vorbereitung aus? Ja, der Großteil wird ja so ein bisschen aus dem Trainingsplan höchstwahrscheinlich von Power and Pace rauskommen. Deshalb, ich glaube, so eine komplette direkte Vorbereitung darauf, dass man da schon Tapering macht, ist vielleicht zu dem Saisonzeitpunkt und für das Rennen nicht das Optimalste. Ich würde auch jetzt irgendwie den Tag vorher oder die Tage vorher auf jeden Fall keine Pausen machen, weil das dann schon immer so den Gesamtorganismus so ein bisschen rausbringt und man eher schwerere Beine bekommt am Tag vorher. Auf jeden Fall nochmal irgendwie eine kleine Belastung in dem Bereich, in dem man fahren will. Und zur Orientierung ist es ja bei den 40 Kilometern so Pi mal Daumen, je nachdem, in welchen Wattwerten ihr euren FDP habt, ist es ja ungefähr bei der Stundenleistung, was die 40 Kilometer angeht. Wir haben ja mit der Vulcano Flat auch einen sehr flachen Kurs, also das ist eine 12,3 Kilometer Runde und hat so einen kleinen Anstieg, würde ich mal sagen, der so grob 20 Höhenmeter beinhaltet, also jetzt wirklich nichts Gravierendes, sodass man da relativ flach wegfahren kann. Das Ganze muss man dann viermal absolvieren, dadurch, dass man ja 40 Kilometer fährt. Wenn es dann so nochmal, also ich würde sagen, für die 40 Kilometer der FDP-Wert und dann nochmal so vielleicht so 5 bis 10% runtergerechnet, je nachdem, wie hoch der FDP-Wert ist, sodass, wenn man eventuell absehen kann, dass man schon über eine Stunde unterwegs ist, dann sollte man da auf jeden Fall einen Ticken mehr runterrechnen. Und für die 90 Kilometer sind wir da dann halt schon im Bereich der Mitteldistanz, also 2 bis 2 Stunden 45 oder 3 Stunden, je nachdem eben, wie lang man da wirklich unterwegs ist. Und das, jetzt muss ich einmal selber so ein bisschen nachrechnen, dürfte so im Bereich von 80%, glaube ich, liegen, der FDP. Je nachdem eben wirklich, wie der Leistungsstand ist, aber wenn man eben sagt, so 70, 75 bis 80%, dann kommen wir da, glaube ich, relativ gut hin mit der Wattleistung, die wir am Ende dann haben wollen. Und gerade bei Superwettkämpfen, eben genauso wie wenn ihr ganz normal im Triathlonrennen seid, kommt es wirklich darauf an, dass man versucht, möglichst gleichmäßig zu fahren, ohne irgendwie richtig große Peaks zu haben. Also gerade am Anfang, ja, wenn man am Anfang überzieht, dann ist es so, dass es sich vielleicht noch gut anfühlt, aber das ist dann das, was es hinten raus wirklich schwer machen wird. Von daher schön gleichmäßig, auch in den Anstiegen gar nicht zu doll reintreten, sondern vielleicht nur knapp drüber fahren. Die Anstiege sind ja jetzt auch nicht lang. Aber dass man da von Anfang an versucht, wirklich so an der Kante lang zu fahren und sich ganz klar auf seine Wattwerte
und auch auf seinen Pulswert hält, also oder an seinen Pulswert hält. Wenn man das schon merkt, dass der quasi nicht mehr ganz so im Verhältnis zu den Wattwerten steht und eher nach oben ausreißt, dann ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass entweder die Verpflegung nicht stimmt, dass die Kühlung nicht stimmt. Das sind alles so Faktoren, die dann halt auch schon bei der Zeit mit reinspielen können, dass die Wattwerte nicht gehalten werden können. Siehst du, das ist der nächste Punkt, perfektes Stichwort Kühlung. Denn wir können ja auch mal über die Vorbereitung, was das Equipment betrifft, sprechen. Also ich weiß, du hast nachher noch ein paar Hacks, wenn es darum geht, welches virtuelle Material man wählt, wenn ich da richtig liege. Da hast du ja, glaube ich, eine große Auswahl in der Garage, worüber du dann Empfehlungen aussprechen kannst. Wenn wir uns mal die Vorbereitung angucken von den Pain Case, also wenn wir von Kühlung sprechen, definitiv ein Ventilator, beziehungsweise für Leute, die so draußen sind wie ich, denen dann zu schnell zu kalt wird, mindestens mal ein Fenster auf, im besten Fall den Raum vorher vielleicht nicht geheizt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wie geht's weiter? Was empfiehlst du? Oder was sind die wichtigsten Sachen? Ich finde, bei der Kühlung ist es, wenn mir in meinem Trainingsraum zu kalt ist, wo die Heizung auch nicht an ist und dann so die Temperatur je nach Wetterlage eben zwischen 12 bis 14 Grad schwankt, ich setze mich immer rauf, habe den Ventilator aus und fahre erstmal, bis ich merke, dass der Körper anfängt zu schwitzen und schalte dann den Ventilator ein, einfach um dort dann eben auch die Kühlung durch den Fahrtwind zu haben. Es so ist, dass eben der kalte Raum zwar eine gewisse Kühlung bringt, aber eben die Luftkühlung, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, also die Zugluft, die kommt quasi, die man zum Beispiel auch draußen beim Fahrradfahren hat, die ist eben, wenn man keinen Ventilator hat, wesentlich geringer. Deshalb würde ich immer empfehlen, eher einmal in dem kalten Raum dann einen Ticken warm fahren, sodass man merkt, okay, man fängt an zu schwitzen und dann den Ventilator eben einschaltet. Das ist schon wirklich ein richtig großer Faktor. Frische Luft auf jeden Fall auch ein Must-Have, nicht, dass man da, wenn man die 90 Kilometer fährt, komplett beschlagene Scheiben hat, weil die Luftfeuchtigkeit oder die Raumtemperatur, wenn die dann steigt, macht sich das auf jeden Fall auch bemerkbar. Wie man natürlich auch noch ein bisschen dagegen wirken kann, wenn man merkt, dass es richtig schnell heiß wird, ist zum Beispiel kalte Getränke nehmen, also jetzt keine eiskalten, aber anstatt irgendwie so zimmerwarme kann man da auf jeden Fall vorgekühlte Getränke nehmen, weil die dann schon auch von innen ein bisschen kühlen. Also das könnte man auf jeden Fall auch praktizieren. Genau, also Ventilator finde ich ein Muss und dann auf jeden Fall eben zur Verpflegung Gels oder Flaschen mit dabei haben, gerade bei den 90 Kilometern, was ja auf jeden Fall mehr als 2 Stunden sein werden, würde ich da schon auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass ich mich da ziemlich an meiner Wettkampfverpflegung orientiere. Bedeutet, wenn ich in meinem Triathlon-Wettkampf zum Beispiel um die 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehme, so würde ich das auf jeden Fall auch hier bei dem Wettkampf machen. Also da ruhig schon ziemlich strikt daran orientieren. Wer jetzt nicht irgendwie mit dem Trikot fahren möchte, zum Beispiel, ich fahre meistens ohne Trikot, weil dann auch nochmal so ein bisschen mehr Kühlung da ist oder der Oberkörper da auf jeden Fall nochmal ein bisschen freier ist, der sollte dann irgendwie gucken, dass da eventuell die Gels oder so eben auf dem Tisch nebendran oder so platziert werden können, sodass man da nicht irgendwie groß Kapriolen machen muss, um da ranzukommen. Aber deshalb da auf jeden Fall vorher auch nochmal ein paar Gedanken machen, wie die Rennverpflegung sein soll. Und was so das Trinken angeht, würde ich sagen, zwischen 500 bis 750 Milliliter auch pro Stunde. Also das wäre so meine Orientierung. 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate und 500 bis 750 Milliliter Flüssigkeit. Das wäre aus meiner Sicht so die Optimalverpflegung. Und wenn man Zeitfahren macht, könnte man ja auch auf dem Zeitfahrrad, auf der Rolle fahren, dann kann man sich sogar noch sein Trinksystem da voll machen. Richtig, das stimmt. Da kommen wir jetzt aber schon wieder fast in die Bereiche.
Man muss so ein bisschen bedenken, klar, das wäre so der Punkt, dass man da nochmal zeitfahrorientierter unterwegs ist. Wenn wir uns jetzt das nur auf Swift-Rennen betrachten, ist es ja so, dass wir keine aerodynamischen Vorteile haben, wenn wir uns da klein machen. Von daher würde ich da auf jeden Fall empfehlen, eher in der Oberlenkerposition oder in der normalen Rennradposition zu fahren, weil es den Hüftwinkel öffnet. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Athletinnen und Athleten eben einen geringeren Puls haben, wenn der Oberkörper aufgerichtet ist. Das heißt, wir haben einen geringeren Einfluss über die Herzfrequenz, wenn wir aufrechter unterwegs sind und können da meistens auch schon nochmal ein bisschen mehr Druck auf die Pedale bringen. Von daher für das Swift-Rennen eher auch Richtung Oberlenker fahren und gar nicht da irgendwie versuchen, sich zu klein zu machen oder so, weil das dann im Rennen, wenn eher, sogar einen Nachteil bringen würde. Sowohl über die 40 als auch über die 90 Kilometer. Weil ich überlege jetzt gerade, bei den 90 bist du ja deutlich länger unterwegs. Da könnte ich mir vorstellen, dass man dann halt zwischendurch ein bisschen kraftsparender unterwegs ist. Auch wenn natürlich die Leistung im Endeffekt dann leiden würde, ne? Also über beide, ja. ich hätte jetzt eher gedacht, dass du jetzt sagst, bei den 40 Kilometern ist ja nicht so schlimm, da ist man ja dann schneller vorbei und könnte eventuell ein bisschen drüber gehen. Dadurch, dass die Kreislaufbelastung einfach eine geringere ist, weil das Blut besser zirkulieren kann und die Herzfrequenz meistens ein Ticken niedriger ist und die Gesamtsauerstoffaufnahme auch eine bessere ist, wenn ich quasi in der aufrechteren Position bin als in der geduckten, so würde ich auf jeden Fall über beide Strecken empfehlen, eher in der Oberlenkerposition zu fahren. Aber klar, man kann, ist jetzt nicht gesagt, dass man da nicht irgendwie auch mal die Position ändern kann. Also ich verändere auch die Position von normaler Basebar in Richtung meiner Bremsgriffe oder Bremsschaltgriffe. Das ist auf jeden Fall so, dass ich nicht 90 Minuten lang oder 90 Kilometer lang ganz strikt nur in einer Position sitze. Das ist auf jeden Fall nicht. Aber das wäre auf jeden Fall so die Empfehlung, gerade was so die Sitzposition angeht oder in Richtung Wahl des Rades, wenn man da zwei Möglichkeiten hat, würde ich eher für das Rennen das Rennrad nehmen, um einfach eine bessere, angenehmere Position zu haben. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt hinsichtlich Setup schon darüber gesprochen, Ventilator, beziehungsweise wie man das gesamte Thema Kühlung angehen kann. Dann tendenziell eher das Rennrad auf die Rolle, Smart Trainer im besten Fall, wenn man mitfahren möchte, statt das Triathlonrad. Dann hast du davon gesprochen, sobald du feststellst, dass du anfängst zu schwitzen, Ventilator an, wenn es vorher kalt war. So, jetzt wissen wir, also die meisten von uns, glaube ich, wissen, dass du ziemlich schnell sehr viel schwitzt. Da gibt es auch noch andere Kollegen. Grüße gehen raus an Frank Wechsel zum Beispiel. Das heißt, wie gehst du vor, um deine Umgebung vor dem Schweiß zu schützen, um es mal ganz drastisch zu formulieren? Ja, am besten ist halt irgendwie so eine Smart-Trainer-Matte oder so, die wirklich nichts durchlässt. Ich lege auch immer noch ein Handtuch unter, habe auch immer ein Handtuch auf dem Lenker, sodass da auf jeden Fall ein guter Schutz da ist. Wenn es jetzt keine Gummimatte oder so unter dem Smart-Trainer vorhanden ist, dann machen es auch zwei Handtücher oder so. Also dann muss man halt im Nachhinein nochmal ein bisschen ordentlicher wegwischen, weil die auf jeden Fall durchgehen. Aber das wäre so der Punkt, den man da so ein bisschen beachten sollte, dass man da... Fliesenboden bietet sich natürlich auch noch ein bisschen besser an als Holzboden, aber gut, das ist ja dann auch immer so die Frage, wo man eben den Smart Trainer hinstellen kann oder eben nicht. Ja, und keiner hat so ein jeder hat so ein großes Bad. Richtig. Und wenn man nach draußen geht, ist dann auch schon wieder die Frage, ob da der Internetempfang noch vorhanden ist. Richtig, es sei denn, man hat das LAN-Kabel dabei, oh weia. Siehst du, das ist auch noch so eine Sache, ne? Also ich weiß, bei dem FDP-Test gibt es hier und da immer mal technische Schwierigkeiten, dass sich dann jemand im YouTube-Chat oder teilweise auch vor Ort melden muss, dass Swift sich verabschiedet hat und man dann den Test irgendwie nicht zu Ende fahren konnte oder so. Und auch wenn das hier beim Einzelzeitfahren kein FDP-Test ist, das heißt, das, was dabei rumkommt, hat keinen unmittelbaren Input hinsichtlich eurer Trainingsbereiche. Verzweifelt bitte nicht, wenn es an der Technik liegt, dann habt ihr damit keine Schuld, dass es irgendwie nicht funktioniert hat und dann einfach, weiß nicht, im besten Fall lässt es sich neu starten, dann einfach weiterfahren, aber das kann immer mal passieren.
Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man den meisten Pannen entgegenwirken kann? Also wie man im besten Fall perfekt vorbereitet ist, damit fast nichts passieren kann, es sei denn, das ist ein schlechtes Omen. Nee, ganz so nicht. Ich bin da ja auch eher so ein bisschen der Leidgeplagte, wenn man meine Geschichte von der Swift Tree Academy kennt, wo ich den Abschlusstest, der auch über 40 Kilometer ging, dreimal starten musste, wo ich dann schon zweimal über die Hälfte gefahren bin. Das schon. Ja, aber so die beiden wichtigsten Punkte sind auf jeden Fall vorher einmal gucken, ob man eben einmal computerseitig und auch spielseitig die neueste Version hat. Also, dass man da auf jeden Fall einmal schaut, dass da wirklich geupdatet wurde. Und auch beim Smart Trainer darauf achtet, dass man eben auf jeden Fall vor dem Rennen eben mindestens 10 Minuten warm gefahren ist. Und die Smart Trainer, die es noch benötigen, dass die einmal einen Spin-Down bekommen, das sollte man immer noch so grob 10 Minuten machen, sodass es einfach alles optimal kalibriert ist. Ich wollte gerade sagen, kalibrieren ist da das Stichwort. Also es gibt verschiedene Anbieter von den Smart Trainern, ne? Und ich glaube, das Kalibrieren funktioniert dann entsprechend, wenn man sich vorher schon mal mit dem Firmware-Update beschäftigt hat, falls es wirklich notwendig ist. Und dann musst du über die herstellereigene App gehen, meine ich, ne? Also du kannst jetzt nicht irgendwie über Swift gehen und dann sagen, ich kalibriere meinen Trainer. Nee, also Nö. die Smart Trainer, die nö. Die Smart Trainer, die eine Kalibrierung noch zulassen, also zum Beispiel von Wahoo oder von Tux, die beiden Top-Modelle, da ist es so, dass man gar nicht mehr kalibrieren kann. Die haben eine Autokalibrierung drin, das heißt, da kann man überhaupt nichts mehr machen. Ansonsten funktioniert es mit allen so, das heißt Spin-Down, da braucht man auch gar nicht unbedingt die herstellereigene App, sondern kann auf Swift bei Eigenschaften koppeln, wo man eben Smart Trainer und Herzfrequenzgurt und alles koppelt. Dort kann man auf den kleinen Maulschlüssel klicken und dann kann man einen Spin-Down machen. Und da steht dann auch extra dabei, man sollte vorher 10 Minuten warm gefahren sein und dann einmal, je nachdem, ich glaube auf 35 km/h oder so beschleunigen und dann die Rolle ausrollen lassen. Ja, total gut. Also das auch wichtig, um bestenfalls komplett fehlerfrei, also vor allem was die Technik betrifft, durch dieses Rennen zu kommen. Jetzt denke ich mir gerade, wenn du die 40 Kilometer machst, ist die Wahrscheinlichkeit, toi, 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 in der kurzen Zeit ja relativ gering, dass irgendwie was passiert, wenn du jetzt 90 Kilometer unterwegs bist. Und ich spreche mal für mich, ich glaube, ich bräuchte schon so, boah, je nachdem, wie ich auch mental drauf wäre, so 2,45 bis 3 Stunden. Und dann, wenn dann in der Zeit was passiert, vor allem am besten im letzten Drittel, wo du schon, wie Björn so schön sagt, oder wie man generell so schön sagt, schon ein bisschen auf bist und die mentale Stärke vielleicht auch allmählich zu wünschen übrig lässt und dann noch die Technik verstreikt. Ich glaube, dann heißt es Nerven behalten. Dann ist der Abend gelaufen. Ja, also Gott. für die, die die Geschichte nicht kennen, bei der Swift Academy musste man halt so ein 40 Kilometer Einzelzeitfahren machen. Und gut, das erste Mal war es nicht mein Fehler. Da bin ich auch gestartet und ich weiß nicht, nach 20 Minuten oder ein Ticken mehr hing auch einmal der Computer und ich hatte noch 3 Tage Zeit und habe gedacht, okay. Dann mache ich den Test halt am nächsten Tag und es gab einen Baseline-Ride und einen Finish-Line-Ride und beides waren die gleichen. Also beides war 40 Kilometer, aber das eine war eigentlich so der Eingangstest, bevor man alle Sachen gemacht hat und das andere war der Ausgangstest. Und eigentlich hatte ich am nächsten Tag nicht so wirklich Zeit und habe gedacht, okay, ich gucke und dann waren die Kinder unterwegs und dann habe ich nur auf meiner Karte, auf meinem Handy gesehen, okay, in 10 Minuten fängt dieser Ride an, komm, ich hau das jetzt raus, weil dann habe ich es hinter mir und drück nur auf Einloggen und bin das Ding dann da halt die knappe Stunde richtig runtergeeiert und dann war ich richtig froh, dass ich alles absolviert habe. Und guck in die App und sehe aber, dass mein Finish-Line-Ride nicht genommen wurde. Und habe dann schon verzweifelt an Zwift geschrieben und was hier denn los sei und alles Mögliche, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich anstatt des Finish-Line-Rides den Baseline-Ride ausgewählt habe. Nein, Und nein. die Daten konnten leider auch nicht transferiert werden, sodass ich dann am letzten Tag dann doch nochmal
erneut die 40 Kilometer mit dem Finish-Line-Ride in Angriff nehmen durfte. Also einmal war es Swift-Fehler, einmal war es mein Fehler oder einmal war es der Fehler vom Computer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Das wäre ganz gut. Das kann ich verstehen. Das wäre okay. Ja, wobei hier gibt es ja kein Wiederholen. Ja, erstmal das und außerdem gibt es bei uns so zwei Events. Da ist es dann ganz wichtig, dass ihr schaut, ob ihr 18 Uhr über die 90 Kilometer starten möchtet oder um 19.30 Uhr über die 40 Kilometer. Das sind die einzigen Zahlen, die ihr bitte im Blick behaltet: Uhrzeit und Distanz. Und wenn ihr das alles berücksichtigt und richtig eingeschätzt und ausgewählt habt, dann kann euch toi, toi, toi normalerweise überhaupt nichts passieren. So ist es. So ist es. Ja, genau. Was dann eventuell noch so wichtig ist, und da hängt so ziemlich davon ab, auf welchem Swift-Level ihr seid und inwieweit ihr euch da schon mal mit eurer Garage oder dem Dropshop auseinandergesetzt habt, weil es ist jetzt nicht nur so, dass ihr irgendwie Zeit spart, indem ihr schneller tretet oder so, sondern man kann vor allem Zeit sparen, wenn man das richtige Material auswählt. Und das ist dann doch schon erheblich. Es gibt so eine Seite, die heißt Swift Insider, die macht so lauter Tests, welches Material das schnellste ist und welche Kombinationen irgendwie die besten sind. Und da gilt immer so ein Fahrer von 75 Kilo mit 300 Watt als Referenzwert. Der kennt man, genau. Und der fährt halt zwei Runden in Tempus Fugit und das ist so der Referenzwert dafür. Und wenn man halt jetzt komplett neu anfängt, dann ist es das, oder das Baseline-Bike ist in dem Sinne das Swift TT mit den Swift Carbon Laufrädern. Und da von dem aus müssen wir jetzt quasi immer betrachten. Und zwar zum Beispiel gliedert sich das dann auf in Level 10, 15, 18, 26 und 42. Das sind so gegliedert dann die Level, wo man dann immer wieder was neu kaufen kann oder steigern kann, was so das Rahmenset angeht für ein richtig schnelles Zeitfahrrad. Und seit letztem Jahr Herbst, ich glaube irgendwie Oktober, November, kam das Kardex Tree raus, dieses ganz hübsche Fahrrad von Christian Blumfeld. Und das ist aktuell auf jeden Fall so das Nonplusultra. Und das kann man mit Level 42 zum Beispiel kaufen, braucht mindestens über 1 Million Drops. Und nur mit dem Fahrrad würde man dann schon 39,5 Sekunden einsparen. Krass. Wenn man, auf diese Strecke von zwei Runden Tempus Fugit, oder was? Genau, auf die Strecke von Tempus Fugit, wenn man eben 75 Kilo und 300 Watt, also 75 Kilo wiegt und 300 Watt tritt, dann wären das allein nur durch das Fahrrad 39,5 Sekunden. Und ich habe noch einen kurzen Einwand, beziehungsweise ich schiebe kurz dazwischen. Ihr könnt euch auch angesprochen fühlen, wenn ihr nicht 75 Kilogramm wiegt und 300 Watt im Schnitt tretet. Also selbst wenn ihr weniger wiegt oder weniger tretet oder beides, was weiß ich, ihr spart auf jeden Fall, und ich glaube, das ist ganz klar, mit diesem Rad Zeit. Vorausgesetzt, ihr habt Level 42 schon erreicht. Seid nicht richtig erschrocken. So ist es, so ist es. Also es ist wie mit Carbon-Schuhen, egal wie schwer oder wie viel man tritt, man wird auf jeden Fall mit dem anderen Material Zeit sparen. Vielleicht dann nicht so viel oder jemand, der leichter ist und noch mehr tritt, wird noch mehr Zeit sparen. Das sind dann so die anderen Sachen. Aber auch alle die jetzt noch nicht Level 42 erreicht haben, für die sei gesagt, es gibt noch genügend andere Fahrräder, zum Beispiel das Canyon Speedmax kann man schon ab Level 26 kaufen. Und da würde zum Beispiel die Zeitersparnis auch schon bei 35 Sekunden liegen. Also allein das ist schon ein Sprung. Und wenn man so den ersten Sprung nimmt, ist es von Level 1 auf 10. Wenn man dann zum Beispiel das Specialized Schiff oder das Schiff S-Works holt, das sind dann schon 18 Sekunden, die man allein durch Level 10 und anderen Rahmen sparen kann. Wobei das auch erstmal nur die
Zeitfahrrahmen sind. Und wenn man dann auch noch irgendwie ein anderes Laufradsatz oder einen anderen Laufradsatz dazu nimmt, dann wäre es, wenn wir jetzt mal bei Level 42 bleiben, holt man sich noch den DT Swiss Laufradsatz, den 1100 Decat Disc. Das sind dann 59,5 Sekunden, die man allein durch diesen Laufradsatz spart. Das heißt, jetzt über zwei Runden mit einem neuen Fahrrad und einem neuen Laufradsatz spare ich quasi 99 Sekunden, für die ich nicht mehr treten muss, sondern nur vorher schon ordentlich getreten habe, Levelaufstiege hatte und paar Schweißtropfen vergeudet habe, sozusagen. Lass uns mal ganz kurz auf die Swift-Einsteiger eingehen, also die auf einem niedrigeren Level aktuell noch unterwegs sind oder sich vielleicht einzig und allein für das Einzelzeitfahren auf Swift entscheiden, Swift abzuschließen, Probewoche oder wie auch immer. Du hast gesagt, es gibt so oder so schon ein Time Trial, also ein Zeitfahrrad in der Garage von Swift, was man auswählen kann, ne? Selbst wenn man diese Levelschwellen noch nicht erreicht hat. Und jetzt redest du von je nach Level vom Kaufen. Also ich möchte nur ganz klar machen, wir gehen wie gesagt davon aus, dass nicht alle von euch wahnsinnig erfahren in der Swift-Welt sind. Ihr kauft dann nicht wirklich, also ihr müsst jetzt nicht zusätzlich zu eurem monatlichen Beitrag für Swift noch Geld ausgeben, um dieses Equipment dann virtuell zur Verfügung zu haben, sondern wie du schon erklärt hast, Lars, gibt es einerseits diese Drops, also es sind quasi Schweißtropfen virtuelle, die Swift für euch sammelt pro gefahrene Einheit und eben die Levels, je nachdem wie lange und oft ihr schon auf Swift unterwegs wart, die euch quasi diese Prämien freischalten. Also sobald ihr diese Schwellen geknackt habt, eröffnen sich in eurer Garage neue Möglichkeiten, in dem Sinne, als dass euch mehr Equipment zur Verfügung steht. Und da sind nicht nur Räder oder Laufradsätze vorhanden, sondern es gibt auch noch Trikots. Aber da wollen wir natürlich, dass ihr alle ein Power-and-Pace-Outfit fahrt. Das könnt ihr übrigens bekommen, wenn ihr jetzt noch an den letzten Live-Rides teilnehmt. Also der März ist der letzte Live-Ride-Monat bei uns. Immer mittwochs 19 Uhr haben wir sowieso voreingestellt, dass ihr im Power-and-Pace-Outfit da unterwegs seid. Und wenn ihr die Einheit mit uns zusammen zu Ende fahrt, dann ist das Kit automatisch bei euch in der Garage abgespeichert und jederzeit verfügbar. So, und jetzt gebe ich wieder an dich ab. ja, genau. Aber du hast es genau richtig erklärt. Die Levelaufstiege erhält man durch Experience Points, also XP-Punkte, das sind Erfahrungspunkte. Die erhält man, indem man oder pro gefahrenen Kilometer erhält man 20 Experience Points und dann gliedert sich das ziemlich strukturell auf, wie die Levelaufstiege sind. Also am Anfang bis Level 10 oder so geht es relativ zügig und dann wird es immer schwieriger oder immer länger, dass man da dann die Levelaufstiege hat. Mhm. Und die Drops bekommt man einfach durchs Fahren. Ich weiß, müsste ich auch nochmal gucken, wie sich die genau errechnen. Aber zum Beispiel, wer jetzt denkt, oh Mist, ich möchte jetzt, oder ich habe schon das gewisse Level, aber mir fehlen noch so und so viele Drops, der könnte zum Beispiel mit einem Pace-Partner, den man auch auf Swift auswählen kann, das heißt, man macht eine Gruppenausfahrt mit einem Bot, der fest installiert ist auf eine bestimmte Geschwindigkeit, und wenn man mit dem fährt, dann ist es so, dass der nach einer bestimmten Zeit werden die Drops verdoppelt oder sogar, ich glaube, das höchste ist mal 2,5 nimmt, so dass die Drops schneller laufen. Also das heißt, man verdient schneller virtuelles Geld. Genau, und für die Einsteiger, also auf jeden Fall das Zeitfahrrad auswählen gegenüber einem normalen Fahrrad, das ist ganz wichtig. Und sonst im unteren Bereich halt, müsste man mal gucken, ist es halt das Specialized Schiff oder das Schiff S-Works, beziehungsweise bis Richtung Level 15 ist es dann noch das Cervelo P5. Und sonst so vom Wheelset her oder vom Laufradsatz her ist es dann auch da, muss man dann so ein bisschen gucken, in welchem Level man ist und wie viele Punkte man übrig hat. Aber zum Beispiel schon ab Level 13 kann man sich den 808er Laufradsatz von ZIP holen, was dann allein auf dieser Strecke Tempus Fugit mit zwei Runden schon 42 Sekunden sind, die man sparen würde. Also da ist dann, wie ihr sehen könnt, ist dann der Sprung von Level 13 auf 42 auch gar nicht mehr so hoch, weil eben mit dem besten Laufradsatz spare ich 59 Sekunden im Verhältnis zu 42. Das ist dann auch nicht mehr so die Welt, obwohl es dann schon nochmal wesentlich mehr Level sind, die man aufgestiegen ist.
Wahnsinn. Siehst du, also ihr fragt euch jetzt vielleicht, von Tempus Fugit wird die ganze Zeit gesprochen. Euch kommt die Strecke wahrscheinlich schon bekannt vor aus unseren zahlreichen FDP-Tests, die wir bisher gefahren sind. Wir kommen auch darauf nochmal später zurück, wenn es nämlich um die Streckenwahl geht und auch spezifisch um die Strecken, die wir für das Einzelzeitfahren über die 40 und 90 Kilometer ausgewählt haben, weil ich mir ganz sicher bin, dass du da noch den einen oder anderen Swift-Hack hast, wie man die Strecken besonders schnell oder eben besonders energiesparend bewältigen kann. Hoffe ich zumindest. Oh Mann, da setzt du aber Erwartungen in mich. Also das wird dann schon wieder schwieriger. Da gibt es nicht so richtig viele Ideen, aber ja, genau. Aber soweit zu den Fahrrädern und den Laufradsätzen, wer da nochmal tiefer eintauchen möchte. Es gibt eine Internetseite, die heißt swiftinsider.com. Da kann man wirklich alles nachlesen, was so an irgendwelchen Zeitberechnungen oder sonst irgendwas ist. Ansonsten haben wir auch, wer da nochmal irgendwie Fragen hat zum Experience Point oder was ist ein Dropshop oder irgendwie alles Mögliche, haben wir auch ein Guide, alles, was man über Swift wissen muss, auf trimark.de. Also da kann man sonst auch nochmal nachlesen, wenn einem jetzt hier ein paar Sachen einfach komplett spanisch vorkamen. Und den Link zu dem Beitrag, ich glaube, du hast den geschrieben, ne, Lars? Genau, der wird auch immer wieder aktualisiert, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, aber den hatte ich erstmal soweit ganz gut eingepflegt. Findet ihr in den Shownotes, wie man so schön sagt. Perfekt. Was mir gerade eingefallen ist, ich würde am liebsten direkt zur Strategie übergehen, wie man so ein Einzelzeitfahren dann am besten fährt. Aber ich glaube, viel wichtiger ist vorher, auch wenn das vielleicht ein bisschen banal klingt, welche letzten Vorbereitungen sind zu treffen, bevor man wirklich losfährt. Also mal die Technik beiseite. Aber ich weiß nicht, wie oft ich schon hatte, dass ich fertig angezogen war fürs Rollentraining und dann ist mir eingefallen, ich war irgendwo am Wochenende, wo ich nur meine Pedale mitbringen brauchte und konnte ein anderes Rad nehmen. Ach, Pedal ist noch nicht dran. Oder ach, ich habe die Schuhe noch nicht ausgepackt oder was weiß ich, irgendwie sowas, Trinkflasche nicht aufgefüllt etc. pp. Was ist so dein, ich formuliere es mal so salopp, Schusselfehler, der dir ab und zu mal passiert oder der dir eine Zeit lang passiert ist, den du absolut zu vermeiden weißt mittlerweile und was vielleicht auch für unsere Zuhörerschaft wichtig ist? Das Schlimmste, wenn ich entweder das Fenster nicht aufgemacht habe und schon losgefahren bin, oder wenn ich auf dem Fahrrad sitze, das Fenster aufgemacht habe und ich mein Handy aus irgendeinem Grund auch nicht in der Nähe zum Greifen habe und dann den Ventilator nicht anmachen kann. Das sind dann immer so die Punkte, wenn ich wieder vom Fahrrad aufstehen muss, obwohl schon mein Workout angefangen hat. Das sind so die, wo ich die größte Krise bekomme. Aber sonst am besten wirklich, wie du sagst, einmal so eine kleine Checkliste machen. Das gehört ja eigentlich auch so mit zur Rennroutine. Sind die Pedale dran? Wenn ich auf dem anderen Fahrrad sitze, habe ich den Sattel schon richtig eingestellt? Fühle ich mich wohl? Habe ich den Pulsgurt um? Kann der Pulsgurt auch wirklich messen? Oder ist die Batterie alle? Das sind ja so ein paar ganz Kleinigkeiten. Habe ich die Verpflegung so, dass ich sie griffbereit habe? Genau. Eventuell die Compagnon-App öffnen, dass man Ride-Ons geben kann, sich gegenseitig motivieren kann. Das sind so die kleinen Checklisten, die man da vorher auf jeden Fall nochmal abgehen sollte. Voll gut. Was mir gerade auch einfällt, checken, dass alle Ladekabel nicht nur in der Nähe sind, sondern am besten in den ganzen technischen Geräten drinstecken. Sprechen wir mal von Laptop und oder iPad und oder Handy. Oder wenn es eine Verteilerleiste ist, dann auch gerne mal den Kippschalter vorher betätigt haben. Das hilft immer enorm. Was gibt's noch? Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, ne? Als wenn du nachher fährst und dann ist das iPad oder das Laptop sagen, Akkustatus niedrig. Ja, noch 10%, es sind noch 20 Kilometer, dann könnte es enger werden. Ja, das sind, glaube ich, so die Standarddinger. Das gab es doch auch in der Pandemie, gab es auch ein Swift-Rennen von Triathlon-Profis. Da ist doch der eine Mann auch über das Kabel von der Profi-Triathletin gestolpert und dann war auf einmal der Smart-Trainer aus und alles Mögliche. Und sie war auf jeden Fall nicht mehr in der Wertung drin, weil der Mann über die Kabel gestolpert ist. Also da auf jeden Fall gucken, dass da alles so ist, dass man da ganz stressfrei durchkommt, aber ich glaube, das sind jetzt auch nicht so die üblichsten Sachen. Nee, ich glaube auch. So, über Verpflegung haben wir gesprochen. Ich weiß,
Dank Jan Frodeno und seiner Frau spätestens, beziehungsweise in der Pandemie generell, hat das Bananenbrot extrem an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, über die 40 Kilometer tut man sich damit keinen Gefallen, wenn man sich wirklich noch so ein Bananenbrot zuführt. Über die 90 Kilometer ist, glaube ich, auch je nachdem, was die eigene Verträglichkeit so betrifft, Bananenbrot eventuell eine Option. Da möchte ich mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es kann schon auch sein, dass allein dieses Kauen nicht unbedingt zur Leistungssteigerung beiträgt. Ich glaube, beim Bananenbrot ist dann auch die Frage, wie klitschig es gebacken ist. Also Ja, wenn es so ja. ein ganz trockenes Ding ist, dann klebt es dann doch ein bisschen mehr im Mund. Aber auch da, ja, eher so in die Richtung gehen, dass ich da die Rennverpflegung habe, die ich auch sonst irgendwie vertrage, die ich gewöhnt bin. Also wer jetzt irgendwie Gels nimmt oder so, da würde ich dann nicht irgendwelche neuen Kapriolen testen. Das hätte ich, glaube ich, dann schon vorher im Training gemacht. Nicht, dass da irgendwie dann ja, zu Krämpfen kommt oder so und man sich dann darüber ärgert. Von daher eher auf lauter bewährte Sachen zurückgreifen, die man wirklich gewöhnt ist. Und dann haut es hin. Wer zum Beispiel gewöhnt ist, Kartoffeln zu essen, über 2 Stunden Radfahren oder so, kann auch sich eine Kartoffel nehmen. Ja, ich bin gespannt auf die Bilder. Also das sowieso mal am Rande, ne? Ihr könnt gerne, wenn ihr zu Hause live dabei seid und unseren Livestream verfolgt, genauso wie auf Swift mitfahrt, dann schickt uns gerne wie kurze Videosequenzen oder Fotos. Wir freuen uns sehr und werden aller Wahrscheinlichkeit nach im Nachgang auch gut damit umzugehen wissen und ein bisschen quasi einen Nachbericht formulieren auf trimarkonpowerandpace.de. Das wie gesagt aber nur am Rande. Gibt es jetzt, bevor wir aufs Rad steigen und losfahren, das Rennen anfangen, noch irgendwas zu berücksichtigen? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir über zur Strategie, zur Rennstrategie im Einzelzeitfahren. Oh, ich glaube, wir haben alles. Genau. Kinder dürfen ruhig daneben stehen und anfeuern. Ne? Das ist ja, glaube ich, so der Standard. Um 18 Uhr funktioniert es ja auch noch. Und sich fragen, warum da immer die Daumen aufkommen und wer einem jetzt so einen Daumen gegeben hat. Aber ich glaube, wir sind jetzt abfahrbereit auf den Strecken. Perfekt, genau. Also sprechen wir erst über die Strategie oder über die Strecken? Gibt es über Strecken noch viel zu Ja, sagen? Strategie können wir ja gerne nochmal. Das war ja so schon so ein bisschen so der Punkt, den wir da am Anfang gesagt hatten. Also von der mentalen Einstellung, egal ob über die 2 oder über die 40 Kilometer oder über die 90, würde ich immer so rangehen, dass ich mir das runterbreche. Also, wenn wir jetzt die Strecken nehmen, sind beide ungefähr gleich lang. Die 40 Kilometer Strecke oder Runde liegt bei 12,3 Kilometern, wobei sie auch am Anfang ein kleines Lead-In hat, das wir nicht immer fahren müssen. Und dann eben beim London, Greater London Flat sind wir bei 11,6 Kilometern. Also die unterscheiden sich wirklich nur im Kilometer, aber das können wir ja dann schon so ein bisschen grob runterbrechen. Das ist eben einmal bisschen weniger als 4 Runden sind und einmal sind es ein bisschen weniger als 9 Runden. Und dann würde ich das schon mal so runterbrechen, dass ich ja einmal ja eh die Gegend dann so ein bisschen kenne, die Punkte habe, an denen ich mich orientieren kann. Die kleinen Anstiege kommen immer wieder an der gleichen Stelle und da würde ich eben wiederum, wie schon mal gesagt, gar nicht so diese 40 Kilometer sehen, sondern eher diese 4 Runden. Mich in den 4 Runden immer von Punkt zu Punkt hangeln und dann eher immer denken, okay, eine Check, zweite Check, anstatt, oh, noch drei, noch 2 Runden, sondern eher immer so gucken, das, was ich jetzt schon geschafft habe, anstatt das, was noch vor mir ist. Und nach 2 Runden, gut, dann ist es ja sowieso schon in Anführungsstrichen fast geschafft, weil dann ist es ja so, dass man den größeren Teil schon im Rücken hat, anstatt dass man den noch vor sich hat. Und bei der 90 Kilometer Fahrt genauso. Also auch erstmal bis zur Hälfte runterbrechen, gar nicht großartig weiter drüber hinausschauen und dann danach dann dahingehen, dass ich wirklich die Runden zähle und mich von Runde zu Runde hangel und gucke, dass ich so Punkte habe. Ich finde es persönlich auch immer ganz praktisch, wenn man sich zum Beispiel Punkte auf den Strecken nimmt und das dann immer so ein bisschen damit abcheckt, wie man persönlich gerade unterwegs ist oder was man so für eigene technische Komponenten hat, die man betrachten möchte. Zum Beispiel beim Fahrradfahren ist es wirklich so, dass man sich so ein bisschen mehr auf seinen Tritt konzentriert. Also das ist eben so ein Kick-Push-Pedal-Fahrradfahren.
Push, Slide und Heel ist, also dass man eben so diesen Fußballtritt hat, das Runtertreten, das auf dem Boden lang schleifen und das wieder hochziehen, sodass da so ein, ja, ein Rhythmus von, ich meine, einen runden Tritt ist auch so ein bisschen immer noch so ein kleiner Mythos, aber dass es eben dahin geht, dass man eben nicht nur reintritt oder versucht, die Pedale runterzudrücken, sondern dass es eben auch so ein unten langziehen und hinten hochziehen ist. Und wenn man das dann halt über die einzelnen Punkte macht, finde ich, sind das schon so kleine Techniksachen, die einen da immer wieder hinkriegen, zum Beispiel auch die Trittfrequenz zu halten und da einfach selber gut dran zu bleiben und das eben nicht zu lang werden zu lassen. Also und wenn man dann denkt, okay, wie auch ganz am Anfang gesagt, mit den unterschiedlichen Griffhaltungen, dass ich dann sage, okay, 5 Minuten zum Beispiel im vorderen Lenker, also dass ich mich da an den Bremsgriffen irgendwie an den Hörnern festhalte, dann 5 Minuten oben, sodass ich da einfach immer wieder eine gewisse Abwechslung habe und nicht zu viel Monotonie quasi im Kopf bekomme, sondern da einfach so viel ja, Arbeit drin ist, wie bei den Mittwochs-Rides, wenn man da so die Intervalle fährt. Mit so einem Intervall sind ja 90 Minuten auch viel schneller vorbei, als wenn ich nur die 90 Minuten so als gesamten Block und freie Fahrt auf der Rolle vor mir habe. Und genau so müssen wir das eigentlich auch machen, dass wir eben diese 40 oder 90 Kilometer uns halt irgendwelche Intervalle aufbauen und dann halt abfahren. Und eben dadurch, dass es so ein Zeitfahren ist, möglichst konstant von vorne bis hinten, ohne irgendwelche Peaks, wenn ich dann halt hinten raus merke, okay, ich habe hier noch richtig, richtig viel Dampf im Kessel, dann klar, Schublade auf und letzte Viertelstunde oder je nachdem, wann man denkt, hier ist noch alles drin, da auf jeden Fall dann öffnen, den Druck ablassen, genau, den Druck ablassen und richtig nochmal in Richtung Ziellinie kämpfen und eben auch, und das ist eben das Schöne hier bei dem Swift-Rennen, dass wir eben uns auch irgendwie von Gegnerinnen und Gegnern beeinflussen lassen können und da uns eben ranziehen, denken, wir müssen dranbleiben oder oh, jetzt überholt er mich, und dass man da einfach auch ein bisschen mit dem Virtuellen, was wir da eben geliefert bekommen, spielen können. So würde ich rangehen. Oder so gehe ich ran. Ich bin ja auch dabei. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das ist nämlich mein nächster Punkt. Jetzt haben wir es rausgehauen. Genau, du wirst nämlich nicht nur auf YouTube und ja, tatsächlich auf YouTube dann zu sehen sein, aber nicht nur eben auf Swift live am Rennen teilnehmen, sondern bist eben vor Ort dann auch im Livestream zu sehen, weil du als Vertretung quasi von Triathlon und Power and Pace intern dabei bist, und du hast dich entschieden, die 90 Kilometer zu fahren, ne? Ich wurde entschieden. Nein, das würde ich so nicht sagen. Ja, eigentlich wollte ich ganz still in meinem kleinen Kämmerlein hier zu Hause fahren, und dann hieß es, du kriegst die ganz große Bühne, musst aber 90 Kilometer fahren, und dann habe ich mich freischlagen lassen. Nein. Das stimmt so, du auch wieder nicht. Nein. Nein, genau, ich habe mich entschieden, die 90 Kilometer zu fahren, fahre selber auch gar nicht so viel länger als 2 Stunden normal auf der Rolle, deshalb mal gucken, wie lange ich da fahren werde. Ist auf jeden Fall eben auch eine Herausforderung, auch eine mentale Sache, dass man da eben 2 Stunden unterwegs ist, aber so werde ich jetzt hier eben die 90 Kilometer mit dabei sein, vor Ort im Livestream. Und vielleicht mal noch die Puste haben, 1-2 Fragen aus der Community zu beantworten. Ganz genau, gutes Stichwort. Denn ihr habt natürlich, vor allen Dingen, wenn ihr unsere Live-Rides wöchentlich kennt, immer über den YouTube-Chat auch die Möglichkeit, Anregungen, Motivationssprüche, aber auch Fragen in diesen Chat zu schreiben. Das heißt, unter anderem, ich werde dieses Event moderieren mit einem Kollegen, einem Partner vor Ort. Und wir sind natürlich nicht nur live dabei, sondern haben auch den Chat im Blick. Und wenn es dann irgendwas gibt, was ihr vielleicht in der schlimmsten Phase von Lars Renn von ihm wissen wollt, dann bin ich nur einen Katzensprung entfernt und kann ihm das Mikro direkt ins Gesicht halten. Also ich immer raus damit. Jetzt schon, oder? Ja, also solange es authentisch ist, ist es doch gut. Ich denke auch. Von daher könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wohl mit dem einem unserer leistungsstärksten Kollegen aus dem Team von der Triathlon
zu racen. Wie gesagt, es ist ein Einzelzeitfahren. Das heißt, mit Drafting hinter Lars seid ihr jetzt nicht besonders gut aufgehoben. Es gibt nämlich keins. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon oft genug betont. Aber ihr habt einfach die Möglichkeit, im Kreise der gesamten Triathlon-Community und eben nicht nur von Power & Pace, sondern auch von allen, die der Triathlon zugeneigt sind und eben auch Trionic, gemeinsam einen Einzelzeitfahrabend live auf Swift und YouTube, genauso wie gegebenenfalls für euch, live vor Ort bei Trionic zu erleben. Lars, meine ganzen Punkte, die wir vorher gesammelt haben, kann ich soweit abhaken, bis auf einen, und zwar hast du es auch eingangs angesprochen, Trainingsplan. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie passend zum Einzelzeitfahren noch ein paar Tage zu tapern, sondern es wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Trainingsplan herausgestartet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben natürlich mit eurem Coach Björn Giesmann gesprochen und er hat gesagt, er findet das eine super Sache. Ganz viele, die sich entscheiden sollten, mitzufahren, finden dieses Einzelzeitfahren aber nicht in ihrem Trainingsplan, sondern ihr dürft das, wenn ihr euch traut. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist immer nicht so einfach, von dem Trainingsplan abzuweichen. Ein bisschen Distanz zum Trainingsplan herstellen und einfach am Einzelzeitfahren teilnehmen. Denn das Training bereitet euch zwar nicht darauf vor, aber ihr könnt es auf jeden Fall machen und ihr werdet auch lesen, früher oder später, dass dieses Einzelzeitfahren sehr geeignet dafür ist, kurz vor Beginn der Wettkampfsaison nochmal so eine Standortbestimmung vorzunehmen. Was jetzt nicht bedeutet, vor allen Dingen, wenn ich an die 90 Kilometer denke, dass ihr jetzt da eine neue FDP aus Parkett zaubert, das würde mich schon sehr überraschen. Also da müsst ihr ganz schön heftig unterwegs sein auf den 90 Kilometern, aber ihr könnt zumindest gucken, vor allen Dingen mit einem Saisonhighlight einer Mitteldistanz vor der Brust. Wo steht ihr gerade? Was sagt die Trainingsform? Befindet ihr euch schon so gut wie in Topform oder gibt es hier und da vielleicht auch mental noch eine andere Schraube zu drehen, um gut und bestenfalls sogar optimal vorbereitet in die Saison zu starten? Wie ist es bei dir so, Lars? Wir kennen ja grob so deine Saisonplanung. Nutzt du das Einzelzeitfahren als Standortbestimmung, um mal die Form zu testen? Oder ist es eher was, was dich im Training noch ein Stück voranbringt, um dann ein paar Wochen, vielleicht einen Monat später dort zu sein, wo du hin willst, bevor es losgeht? Oh, gute Frage. Ich benutze es einfach, um Spaß zu haben. Abwechslung im Training, ja, Abwechslung im Trainingsplan. Es wird ja wirklich so grob der Zeitpunkt wahrscheinlich sein, dass draußen das Wetter wieder so ist, dass man dann langsam wieder sein Zeitfahrrad auf die Straße bringen kann. Von daher so ein kleiner Abschluss für die Saison indoor, um dann rauszugehen und einfach so mal einen Punkt zu haben, sich wieder ein bisschen zu messen, ein kleines eigenes Ziel zu haben. Also das ist auf jeden Fall so. Vielleicht so ein bisschen wie der Halbmarathon, den man zum Saisoneinstieg läuft, sind das die 90 Kilometer. Einfach mal wieder so ein Wettkampfkitzeln in den Knochen zu haben und sich selber da so ein bisschen zu belasten. Okay, total gut. Siehst du, ich nehme das mal als Sprungbrett dazu, was du gerade gesagt hast. Wie ich ja meinte, ist der März unser letzter Live-Ride-Monat und das Einzelzeitfahren hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir mit euch allen zusammen die Indoor-Saison gebührend feiern und eben in dem Sinne auch abschließen wollen, in der Hoffnung, dass Mitte April oder spätestens Ende April das Wetter so mitspielt, dass ihr wirklich nicht mehr auf der Rolle sitzt, sondern alle rausgehen könnt, eure Ausfahrten planen könnt und auf Kaffee und Kuchen nach spätestens 2 Stunden euch auch mal freuen könnt. Von daher freue ich mich sehr, ich glaube auch in deinem Namen und im Namen des gesamten Teams der Triathlon von Power & Pace und auch von Trionic, wenn möglichst viele von euch dabei sind, auf Swift den YouTube-Livestream einschalten und wie gesagt, vielleicht auch mit etwas Glück vor Ort mitradeln, denn wir wollen die Indoor-Saison einfach mit einem großen Knall abschließen. Das haben wir uns alle verdient nach den letzten Monaten. Absolut. Also erzählt es gern euren Freunden und allen anderen Triathlon-Aktiven bei euch in der Familie, wenn die Bock haben. Wie gesagt, Swift ist jetzt kein Muss, aber macht natürlich in dem Sinne mehr Spaß, weil man irgendwie unmittelbar an dem Renngeschehen beteiligt ist. Und dann freuen wir uns einfach, wenn ganz, ganz viele dabei sind. Wir werden ja spätestens im Livestream auch feststellen können, wie viele gerade zuschauen und vielleicht eben zu Hause auch auf der Rolle sitzen. Ich bin total gespannt, freue mich auf dieses bisher in unseren Kreisen zumindest noch nie dagewesene Event. Das wird gut. So ist es. Ich glaube, wir haben auch einen ziemlich guten Überblick geschaffen, wie so das Einzelzeitfahren bestritten werden kann, wie man Zeit sparen kann, ohne unbedingt viel mehr Watt treten zu müssen, wie man selber
Energie sparen kann, indem man seine Sitzposition ein bisschen aufrechter hat. Und ich glaube, wenn wir das alles so hinkriegen und jeder da irgendwie seinen Fahrplan richtig bewältigt, da wird eben die Indoor-Saison mit dem Knall beendet und wir haben, glaube ich, da eine richtig coole Saison dann vor der Brust und werden euch da auf jeden Fall alle richtig mitnehmen. Und ich habe Lust, noch ein knapper Monat, mal schauen, was da geht. Ganz genau. Und wie gesagt, nicht nur auf die, die vor Ort dabei sind, sondern auf alle, die teilnehmen und die wir irgendwie einsehen können, am besten über Swift Power. Die haben sich eine Belohnung verdient. Was genau das sein wird, verrät Trionic an entsprechender Stelle. Also es gibt auch noch so ein bisschen Motivation, extrinsische Motivation, warum es sich auf jeden Fall lohnt, dabei zu sein. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, Lars, dass du mit deinem Know-how und deiner Expertise hier zur Verfügung stehst. Ich weiß, wir haben auch Anfang des Jahres noch eine Folge zum Indoor-Radtraining insgesamt aufgenommen. Die verlinken wir euch gerne nochmal in den Shownotes, wenn es darum geht, wie ihr das Rollentraining optimal gestaltet, in der Hoffnung, dass es nicht mehr lange relevant ist für diese Saison. So ist es. Also herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Seid auch gerne nächste Woche wieder dabei. Und wenn ihr uns an eurem Trainingserfolg teilhaben lassen wollt, dann verlinkt uns auf Instagram unter @power.pace. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, ich habe es schon dreimal angekündigt. Jetzt machen wir den Deckel rauf. Also vielen Dank für die Einladung. Und dann sehen wir uns Mitte April auf Swift zum Einzelzeitfahren. Bis dahin. Ganz ciao. Macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.